Hallo Fans, herzlich willkommen zur April-Ausgabe von Giganten, das Fan-Magazin. Euer inoffizielles Magazin rund um die Neuigkeiten der Masters of the Universe. Ja, auch der April hält für die Masters of the Universe-Fans einiges bereit. Und worum es heute geht, erfahrt ihr gleich. Aber zuerst kommen wir zu der Figur des Monats April. Ja, da ist Ram-Man. Ram-Man ist in den Filmation-Cartoons sehr, ja, nicht so der redebedürftigste, sondern eher der Schweigsame, der mit seiner Powerkraft Mauern durchbrechen kann, Kolonien, ja. Ram-Man ist, wie gesagt, der Brecher in der Brandung. Unsere Figur des Monats, weil ihr habt euch ihn für diesen Monat gewünscht. Und falls ihr einen Vorschlag habt für die Figur des Monats Mai, dann postet mir einfach. Ja, auch wir haben jetzt einen Kaffeebecher. Einen Giganten, das Fanmagazin Kaffeebecher. Und darauf stoße ich erst einmal mit euch an. Prost! Ja, und wir starten nun mit dem Aktuellen. Ja, seit wenigen Tagen erreichen viele deutsche Fans die neue Moto Neo Vintage Reihe Wave 2. Ja, die ersten Bilder sind aufgetaucht und man muss sagen, es sind wieder tolle Figuren. Wie man sie sieht, Teela, Man at Arms, Robert He-Man und Beastman. Ich muss sagen, bis auf Man at Arms sind jetzt die Figuren nicht unbedingt meines. Das sieht man auch in den Fanforen. Viele fixieren sich so auf Man at Arms, gegebenenfalls noch auf Beastman. Aber man muss sagen, man kann froh sein und wir sind alle froh, dass Super 7 ja die Klassikfiguren ja in dieser Neo-Vintage-Reihe wieder auflebt. Jetzt warten alle sehnsüchtig auf die Neo Vintage Wave 3. Dazu kommen wir gleich in den News. Und zusätzlich sind jetzt auch, wie gesagt, bei einigen deutschen Vitrinen sind auch die Figuren Eldor und Hero zu finden. Tolle Figuren, richtig gut umgesetzt. Da kann man wieder Super 7 loben. Ich warte jetzt erstmal auf die ersten Unboxings der Fans, damit man wieder sieht, was Super 7 diesmal versaubeutelt hat. Habt ihr die Figuren? Dann postet mir in die Kommentare und sagt mir mal eure Meinung. Wie sind die Figuren? Sind diese vielleicht wieder mit falschen Farbgebungen oder sind sie defekt? Wie auch immer. Oder auch halt Positives. Postet einfach unterhalb dieses Videos. Wie ich eben schon sagte, ist gerade in den deutschen Wohnzimmern die Wave 2 der Neo-Vintage-Reihe der Masters of the Universe angekommen. Doch jetzt gibt es ein Bild im Internet schon mit der Wave 4 und zwar mit dem Transporting He-Man, dem sogenannten Glow-in-the-Dark He-Man. Das ist der He-Man, der in der Verwandlungsszene, wo Prince Adam zu He-Man wird, ja in dieser Sequenz, wo es plötzlich kurz ein Blitz aufleuchtet, dieser He-Man, den gibt es jetzt auch demnächst, so im Sommer. Und da war ich am Anfang total dagegen. Doch jetzt, wo Super 7 auch eine Blisterkarte veröffentlicht hat zu dieser Figur, muss ich sagen, die Gesamtkomposition macht mich schon ein wenig neugierig und den Modus haben zu wollen, stellt sich bei mir ein. Ich finde, die Karte hebt sich natürlich von den ganzen anderen Karten extremst ab. Freue mich so richtig, diese bald in Händen zu halten und euch auch diese vorstellen zu können. Den Glow-in-the-Dark He-Man erscheint in der Wave 4 zusammen mit Stratos, Shadow Weaver, Buzz Off, Evelyn, Evil Seed und dem Schatten von Orko. Und noch ein kleiner Nachtrag zur Wave 2 der Neo Vintage. Die Figuren habe ich zurzeit noch nicht. Asche auf mein Haupt.
aber sobald diese mir vorliegen, ja, werde ich diese auf meinem Kanal Bumo TV in den Formaten Fenders Sammlermagazin und oder Giganten das Fanmagazin vorstellen. Auch Neuigkeiten rund um den Realfilm der Masters of the Universe bzw. die Figuren von Super 7 zum Realfilm aus dem Jahr 1987 unter der William Stout Collections mit der Collector's Choice gibt es Neuigkeiten. Und zwar Super 7 hat nun Bilder ins Internet gesetzt, dass Skeletor ja ein Schwert als Beilage hat. Sieht richtig gut aus. Und ja, das schmückt, glaube ich, jede Sammlung, die man so denken kann, ja. Und zusätzlich wurde auch von Super 7 bestätigt, dass He-Man auch einen Wechselkopf dabei hat und einen Blaster. Ja, viele Fans haben sich diese Figuren schon seit langem gewünscht und Super 7 hat es ja endlich geschafft. So konnten diese Figuren ja vor ein paar Wochen vorgestellt werden. Ja, ich persönlich mochte den Film jetzt nicht so sehr, aber ich werde mir sehr wahrscheinlich schon Skeletor und He-Man mir zulegen, weil, wie gesagt, ich finde die richtig gut gelungen, auch als Nicht-Fan des Realfilms, finde ich schon, das schmückt wirklich jede Sammlung. Wie findet ihr das? Werdet ihr euch diesen zulegen oder habt ihr euch schon diesen vorbestellt? Denn die Vorbestellphase ging bis zum 2. April dieses Jahr. So, wir bleiben beim Thema Realfilm der Masters of the Universe, denn einigen von euch ist der Name jetzt Noah Centineo vor kurzem mit den Masters of the Universe in Verbindung schon zu Ohren gekommen. Denn der 22-Jährige ist das absolut heißeste Gerücht, dass dieser den He-Man mimen soll in dem kommenden Realfilm der Masters of the Universe. Wann dieser erscheinen wird, hüllt sich natürlich Mattel in Schweigen. Es sollte ja zuerst, sollte der Ende 2019 in die Kinos kommen, doch dann wieder durch zählige Querelen, kein Drehbuchautor, fehlende Besetzungen etc. wurde dieses immer wieder verschoben. Nun, ich bezweifle mal, dass es noch dieses Jahr stattfinden soll, obwohl angeblich sollen ja die Dreharbeiten in Tschechien im Sommer beginnen. Wir warten da ab. Aber da haben wir ein bisschen mal nachrecherchiert, wer ist dieser Noah Centineo ganz genau. Er hat zum Beispiel in Filmen mitgemacht, zum Beispiel in dem Film To All the Boys oder Sierra Burgess, Loser. Ja, dazu hat er auch noch in einigen Staffeln mitgewirkt von Serien. Sieht auch richtig gut aus. Nur ich persönlich, ja, muss sagen, ich bin mit dieser Besetzung, wenn sie diese, ja, stimmen sollte, mal gar nicht ganz so zufrieden. Ich finde ihn nichts mit He-Man derartiges zu tun, äußerlich. Ich weiß nicht, ich bin da so hin und her gerissen. Also das wäre jetzt nicht meine Wunschbesetzung. Wie seht ihr das? Schreibt mir mal in die Kommentare, wen würdet ihr gerne als He-Man sehen? Und dann noch die wichtige Frage, wen könnt ihr euch denn als Skeletor vorstellen? Weil Gerüchte auch da sind leider auch seit einigen Monaten. Die Story soll ja sein, dass Skeletor der Bruder von He-Man sein soll. Postet mir einfach in die Kommentare. Im März mussten wir mit großer Bestürzung lesen, dass Larry DiTillo im Alter von 79 Jahren verstorben ist. Larry DiTillo war einer der maßgeblichen Autoren des Masters of the Universe Filmation Cartoons. Aus seiner Feder entsprangen zahlreiche Charaktere, wie zum Beispiel Grenimere oder auch Seahawk. Wir wünschen der Familie viel Kraft. Auf der PowerCon 2019 gibt es am Con-Samstag, den 17. August, endlich die Premiere der kompletten neuen Filmation-Folge The Return of Faker. Ja, darauf haben die Fans, allen voran habe ich da ja schon seit langem drauf gewartet. Uns wurden ja seit einigen Monaten immer wieder kleine Ausschnitte dieser Folge präsentiert. Und sie soll, wie gesagt, am 17. August
auf der PowerCon ihre Premiere feiern. Die Folge soll circa 30 Minuten gehen. Wir sind gespannt und bleiben auch da dran. Und, noch hinterher gesagt, diese Folge soll auf Nachfrage auch in einer deutschen Version geben. Und nun auch wichtige News für alle Reaction-Figuren-Sammler der Masters of the Universe. Die W5 von Super 7 kann jetzt bei US-Online-Händlern vorbestellt werden. Die Figuren sollen im Juni 2019 ausgeliefert werden. Ich bin zwar jetzt kein Reaction-Fan, aber für Fans, glaube ich, ist das ein riesengroßes Fest, weil da erscheinen She-Ra, Shadow Weaver, zwei Modulux, Montana, Grizzler und Hordak. Ja, zur Mitte der Woche hat uns nochmal Super 7 so richtig überrascht, denn da haben sie zwei Verpackungsvarianten aus Japan uns vorgestellt, wo He-Man und Skeletor vorhanden sind. Diese japanischen Verpackungen sind natürlich angelehnt so aus den 80ern, wie es diese in Japan gab. Richtig toll, und diese können bald auch vorgestellt werden. Und zum Schluss der News gibt es noch eine spannende Frage. Wird es Super 7 auch 2020 schaffen, die Rechte der Masters of the Universe zu halten? Denn es gibt erste Gerüchte, dass Mattel diese wieder zurückholt und die Fans erstmal ein Jahr auf den Trockenen setzen möchte, bevor nun der Realfilm startet, wann auch immer dieser starten soll. Denn Mattels Strategie ist es dann, man lässt die Fans dann ein Jahr ohne jegliches neues Merchandise der Giganten des Universums. Und wenn der Film herauskommt, wie gesagt, wann immer das auch sein mag, ja, möchte man die ausgehungerte Meute dann mit neuem Merchandise zum Film beglücken. Deswegen spannende Frage, wird 2020 das Ende der Vermarktung von Super 7 sein? Was meint ihr? Schreibt mir in die Kommentare. Und nun kommen wir zu unserer Rubrik Gewusst? Habt ihr gewusst, dass laut ja, Filmation Serienbibel Bravestar nur zu einem Held geworden ist, weil He-Man ihn als Kind gerettet hat? Und so dachte sich Mattel zusammen mit Filmation, so könnte man He-Man ab und zu in der Serie Bravestar einsetzen. Aber Mattel hat sich dagegen entschieden. Ja, das war's nun mit unserer April-Ausgabe von Giganten, das Fan-Magazin, euer inoffizielles Magazin rund um die Masters of the Universe. Ich trinke noch mal kurz einen Kaffee auf euch aus unserer neuen Giganten, das Fan-Magazin, Kaffeebecher. Was war's in Deutsch gerade? Egal. Falls euch dieses Video gefallen hat, ja? Falls euch was zu Rembrandt einfallen sollte, ihr vielleicht sagt, hey, ich hätte die und die Figur gerne im April gesehen als Figur des Monats oder mir gefällt euer Format sehr gut, wie auch immer, postet mir unterhalb des Videos. Ihr könnt ja auch meine Seiten hier auf Facebook unter Giganten, das Fanmagazin, könnt ihr ja ein Gefällt mir hinterlassen. Ihr könnt dieses Video teilen, kommentieren, weiterempfehlen, was auch immer. Dann könnt ihr aber auch auf unsere YouTube-Seite gehen, auf bumo.tv, könnt da meinen Kanal abonnieren, würde mich persönlich sehr freuen. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Monat mit einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und bleibt weiterhin sammelwütig. Tschüss!